Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Heute soll es den Mid-Year Book Freakout Tag 2021 geben. Ich dachte, wir schauen einfach mal drauf. Wie war denn das letzte Lesehalbjahr und was kommt denn da eigentlich noch und auf was habe ich Bock und sowieso und überhaupt, welches Buch war gut, welches enttäuschend und welcher Autor hat sich neuerdings in mein Herz geschrieben? Das finden wir alles raus und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, wir haben 13 Fragen. Dementsprechend gibt es einiges an Büchern, die ich euch heute zeigen möchte. Alle genannten Titel findet ihr in der Infobox verlinkt. Schaut gerne vorbei. Ihr dürft natürlich gerne alle Fragen auch in den Kommentaren beantworten oder eure Meinung zu den einzelnen Antworten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Und jetzt starten wir direkt durch. Erstens, das beste Buch des ersten Halbjahres. Ich habe summa summarum so um die 35 Bücher im ersten Halbjahr gelesen. War natürlich jetzt nicht ganz so einfach, da das ultimativ beste Buch rauszusuchen. Es gab da schon eins, zwei, die mir ganz gut gefallen haben. Aber am Ende des Tages habe ich mich entschieden für Die Spiegelreisende, Die Verlobten des Winters von Christelle Dabo aus dem Inselverlag. Das ist dieses süße Schätzchen. Für alle, die nur über die Highlights etwas wissen wollen, die sollten bei meinem vergangenen Video vorbeischauen. Die besten Bücher der ersten Jahreshälfte. Da rede ich über die Top 10 Bücher meiner letzten 6 Monate. Hier ist heute ein bisschen mehr bunt gemischt und sind verschiedene Aufgaben. Ja, und die Spiegelreisenden sind Platz Nummer 1 der besten Bücher, die ich definitiv gelesen habe. Es geht um Ophelia, die auf der friedlichen Arche Anima lebt und dann eines Tages erfährt, dass sie verlobt werden soll und auf den eisigen Pol ziehen muss. Und dieser Mann, der dort auf sie wartet, ist alles andere als das, was Ophelia sich jemals zu hoffen gewagt hätte. Und wie es ihr dann da ergeht und ob sie zurechtkommt auf ihrem eisigen neuen Heim, das müsst ihr selbst lesen. Wirklich toll, magisch und einfach eine ganz tolle Welt, die wir hier bereisen dürfen. Zweitens, die beste Fortsetzung des ersten Halbjahres. Und auch das kann man jetzt nicht so generalisieren. Da gab es tatsächlich auch wieder ein paar mehr. Ich habe mich dann aber am Ende des Tages für diesen Titel hier entschieden, nämlich Krähenzauber von Margaret Owen aus dem Carlsen Verlag. Für mich wirklich eine Fortsetzung, mit der ich nicht gerechnet hätte, dass sie mir so in die Knochen übergeht. Wortspiel. Für alle, die es gelesen haben, wissen, was ich meine. Ja, das ist für mich wirklich überraschend gewesen, weil der erste nicht so ganz meins war, aber der zweite war dafür umso besser. Und diese Buchreihe würde ich tatsächlich jedem, auch nach dem ersten Band, der einen eventuell nicht so gut gefallen hat, noch wärmstens ans Herz legen. Lest unbedingt weiter. Es geht um Sturm und ihre Sippe, um die Kasten in der Gesellschaft und um die Krähen, die an unterster Stelle sind und um einen toten Prinzen und ganz, ganz viel mehr. Drittens, eine Neuerscheinung des ersten Halbjahres, die du noch unbedingt lesen willst. Ja, ich habe es überlegt und bin tatsächlich relativ zügig bei diesem Büchlein hier hängen geblieben. Ich musste keine 10 Sekunden überlegen. Das war so eine spontane Entscheidung. Ich bin generell eigentlich so jemand, der relativ spontan und unvorgeplant sein Leben gestaltet und tatsächlich so nach Lust und Laune die Dinge tut, die er tun möchte und sich da nicht so hemmen lässt oder von anderen ausbremsen lässt. Ich denke, das ist eine Fähigkeit. Das hat nicht jeder. Ich bin total zufrieden damit und konnte mich dementsprechend, also das ist bei mir auch so, ich gehe in den Laden, sehe einen Oberteil und nehme das einfach mit. Ich muss das nicht anprobieren. Ich vertraue da so auf mein inneres Bauchgefühl und ich glaube, in 90% der Fällen täuscht mich das nicht. Auf jeden Fall, was so diese Sachen anbelangt. Und deswegen ist es, glaube ich, die richtigste Entscheidung gewesen, dieses Büchlein hier zur Hand zu nehmen. Es ist Kronenkampf, geschmiedetes Schicksal von Valentina Fast aus dem Carlsen Verlag. Das ist die Autorin von Royal. Ein königliches Setting, welches wir hier haben. 2 Throne und ein Kampf um diese und eine Protagonistin, die sich nicht anders zu helfen weiß, als eben jeden diesen welchen anzutreten. Ziemlich cool, ich bin sehr gespannt. Ein Cover, was mich total magisch anzieht. Eine Setting, eine Geschichte, die mich magisch anzieht. Und ich hoffe inständig, dass mir das nicht nur vom Bauchgefühl her so gut gefallen wird. Viertens, auf welche Neuerscheinung freust du dich im zweiten Halbjahr? Und auch da war die Entscheidung relativ schnell gefällt. Es ist Plötzlich Rebell von Julie Kagawa. Das ist das Spin-off. Als Hauptfigur begleiten wir unseren lieben
Puck, Robin Goodfellow. Und es war immer schon einer meiner liebsten Charaktere aus der Plötzlich-Fee-Welt. Deswegen bin ich überglücklich, dass wir ihn jetzt einfach mal nur für uns haben und nur für uns begleiten. Ich finde das wahnsinnig schön, freue mich auf ein ganz tolles Abenteuer und hoffe, dass die Wartezeit bis zum Erscheinen dieses Titels gar nicht mehr allzu lang sein wird. Das enttäuschendste Buch des ersten Halbjahres. Auch da gab es so zwei Titel, wo ich gedacht habe, welchen nehme ich denn jetzt? Es gibt ja immer mal wieder so Bücher, wo man so denkt, das war jetzt nichts, auf jeden Fall nicht für mich. Das ist natürlich immer alles rein subjektiv. Nur weil ich es nicht mag, heißt es nicht, dass es ganz viele andere gibt, die die Bücher abgöttisch lieben. Und ich kann das wirklich gut abhaben, dass so zwei verschiedene Sachen nebeneinander koexistieren. Ich kann mir das anhören, warum das so ist, kann das akzeptieren und kann auch klar wiedergeben, warum das für mich so ist. Und hoffe immer inständig, dass mein Gegenüber das auch akzeptieren kann und es beides koexistieren lassen kann. Deswegen ist für mich eins der enttäuschendsten Bücher des ersten Halbjahres gewesen, Das unendliche Meer von Rick Yancey aus dem Goldmann Verlag. Ich weiß, viele haben die fünfte Welle und alle ihre beiden Folgebände sehr gefeiert. Für mich war das nichts. Das war mir irgendwie, naja, zu wenig Story und zu viel drumherum geschreibe. Natürlich hatte es so einen philosophischen Charakter. Es waren sehr schöne Beispiele, Umspielungen drin, Metaphern und ähnliches, die ich toll fand, und trotzdem war mir das zu wenig Story. Also ein Buch lebt nicht nur von Metaphern, sondern die Handlung muss ja sich auch irgendwann fortbewegen. Es war mir zu wenig Cassie, zu viel anderes, und das hat alles nicht meinen Geschmack getroffen, sodass ich dem Ganzen leider eher den Enttäuschungsstempel auf die Stirn drücken muss. Schade. Aber nach einer Enttäuschung kommt bekanntlich ja auch immer wieder noch was Positives, wie nach Regen Sonne kommt, nämlich ein überraschendstes Buch des ersten Halbjahres. Auf jeden Fall verlangt dies die sechste Aufgabe. Und da habe ich mir tatsächlich rausgesucht, Das Hotel der Erinnerungen. Ich hätte nicht erwartet, dass mich dieses Buch so faszinieren und von den Socken hauen wird. Es verbirgt viel, viel mehr, als ich auf den ersten Blick gedacht hätte. Hatte Spannung, hatte so ein bisschen was zum Rätseln und Mitdenken, so einen leichten Fantasy-Touch gehabt, und alles in allem war es eine nette Geschichte, die ich sehr gerne für zwischendurch gelesen habe und mich dementsprechend auch überraschen konnte. Siebtens, liebste neue Autorin. Eine Frau, die sich in mein Herz geschrieben hat in den ersten 6 Monaten von 2021, war definitiv Leonie LaStella. Sie hat mit ihrem Buch Das Licht von 1000 Sternen aus dem DTV Verlag, es war ihr Debüt, wenn ich recht informiert bin, auf jeden Fall im DTV Verlag, und hat sich damit vollkommen in mein Herz geschrieben. Und ich weiß, viele von euch haben mir auch geschrieben, dass es bei ihnen ähnlich war. Umso glücklicher bin ich, dass ich mich anschließen konnte, eine tolle Geschichte gefunden habe, rund um Harper und Ashton. So ein bisschen New Adult, so ein bisschen Drama, so ein bisschen Colleen Hoover, ein bisschen Brittany C. Sherry und einen ganz kleinen Hauch auch noch von Emma Scott. Von daher schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Wir haben hier einen richtig tollen deutschen Autor, der wirklich gut diese Geschichten schreiben kann. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu hoch töne und das in den anderen Büchern von ihr genauso sein wird, aber in diesem hier war es definitiv so. Ich finde, das ist fast eine der schönsten Fragen oder Aufgaben dieses Tags, nämlich achtens, neuester Book-Boyfriend. Und was soll ich sagen, da kam für mich tatsächlich nur einer in Frage, und zwar Nikolai aus Grisha. Was habe ich diesen Charakter einfach lieben gelernt? Wirklich grandios. Ich bin totally in love und freue mich darauf, wie dieser Charakter in Grisha, also in der Serie Shadow and Bone, dargestellt wird. Ich hoffe, es wird keine herbe Enttäuschung, wobei ganz oft ist es so, wenn man in jemanden so vernarrt ist, dass das dann schon noch eine Enttäuschung wird, wenn man es dann in echt hat, weil das den Erwartungen, die in dem eigenen Kopf sind, gar nicht so gerecht werden kann, der andere. Der hat gar keine Chance, und wahrscheinlich muss ich davon mal 2 Schritte zurücktreten, um den Menschen die Chance zu lassen, mich zu begeistern, ohne die hohen Erwartungen an sie zu richten. Aber das ist so bei Bookboyfriends leichter gesagt als dann doch getan. Das kennt ihr wahrscheinlich, oder? Und ich schließe mich dann weitestgehend mit der 9. Aufgabe nochmal an, nämlich neuester Lieblingscharakter. Und auch in mein Herz geschlichen hat sich definitiv Alina selber.
aus Grischa. Ich mochte sie sehr gerne. Ich bin gespannt. Ich finde, sie wurde würdig besetzt in Shadow and Bone und freue mich auf ja, die weiterfolgenden Staffeln der Serie. Das wird hoffentlich richtig gut. Und bin gespannt, ob ich Alina irgendwo nochmal im Grishaverse begegnen werde. In welcher Form auch immer. Mal gucken. Und eigentlich hätte da auch irgendwo Cass vorkommen müssen, aber ich habe die Krähenreihe noch nicht gelesen, sodass ich ihn hier nicht dran nehmen konnte. Mist! Zehntens, ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Auf jeden Fall hat es mein Herz ganz doll zum Weinen gebracht. Ich bin jetzt nicht so der klassische Typ, der viel bei Büchern weint. Das ist bei mir dann doch eher so bei Filmen. Oder das Buch ist wirklich sehr überemotional. Ich glaube, das Schicksal sein mieser Verräter hat mich da echt fertig gemacht. Aber dieses Buch kam da schon ziemlich nah ran. Es ist, wenn ich die Augen schließe, ein sehr intensives und wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, nämlich Mobbing, was hier bearbeitet wird und mein eigenes Handeln. Das sind zwei Faktoren, die auf jeden Fall sich entweder positiv oder auch negativ auf andere Menschen auswirken können und sehr gut, wie Ava das hier umgesetzt hat in diesem Schätzchen. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Schaut mal vorbei und ich hoffe, dass jeder von uns immer drüber nachdenkt, was er sagt, denn das wird etwas in dem eigenen Gegenüber auslösen. Und ob es positiv oder negativ ist, entscheidet jeder von uns selber. Jo, und dann machen wir weiter mit Aufgabe 11 und die lautet, ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Und da konnte ich einfach, weil man diese Leidenschaft und die Liebe dazu gespürt hat, ich zumindest, nur nehmen die Clans von Tokito von Caroline Brinkmann. Ein wirklich tolles Schätzchen, was ich nur jedem Tokio-Fan da draußen empfehlen kann. Das hat so das gewisse Etwas, so ein bisschen Thrill, so ein bisschen Fantasy, ein bisschen Realismus und gleichzeitig auch nicht. Also ist eine ganz tolle Mischung. Mich hat es gut unterhalten und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich das Ganze mit diesem wunderschönen Buchschnitt habe. Ja, kann ich nur empfehlen. Schaut mal bei der Bücherbüchse vorbei. Die haben immer so Exklusivausgaben von bestimmten Titeln und das lohnt sich. Da kann ich mich aktuell dumm und dämlich kaufen. Das ist nicht so ganz schön für mein Portemonnaie, muss ich gestehen. Die vorletzte Aufgabe lautete 12. das schönste Buch, das dieses Jahr neu bei dir eingezogen ist. Und ich glaube auch, darum habe ich so einen Riesenhype auf Instagram gemacht. Ich bin vollkommen eskaliert, als ich das ausgepackt habe. Es ist Her Wish So Dark von Jennifer Bankow. Ich liebe, liebe, liebe dieses Cover. Ich finde das wahnsinnig schön, habe mich in jedes Cover dieser Reihe einfach wärmstens verliebt. Ich meine, das ist jetzt nicht explizit ein Teil der One-to-Queen-Reihe, aber es hat einfach den gleichen Charme und ich freue mich schon jetzt auf jeden Lesemoment, warte aber einfach noch auf den zweiten, weil ich keinen Bock habe, nach dem ersten auf den zweiten warten zu müssen. Und das ist gerade das, was in meinem Kopf vorgeht. Und als letztes war die 13. Aufgabe, Sub des zweiten Halbjahres. Welche Bücher willst du dieses Jahr dringend noch lesen? Und die stelle ich euch jetzt vor. Ihr wisst, das wird den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alle Bücher zeigen würde, die ich dringend noch lesen wollen würde. Deswegen habe ich mir mal drei rausgesucht, die ja bei mir ganz oben liegen. Und das ist zum einen Touch of Ink von Stephanie Lasthaus, Die Sage der Wandler aus dem Ravensburger Verlag. Wahnsinnig hübsches Buch. Hierin geht es um Quinn, die, seit sie denken kann, das Tattoo trägt in ihrem Nacken. Ein wunderschönes, verschlungenes Muster, doch weder sie noch ihre Adoptiveltern wissen, woher sie es hat. Bis Quinn an der Vancouver Island University of Nathan trifft. Nathan, der ihr einen heiß ersehnten Job vor der Nase wegschnappt. Dessen funkelnde Augen und fast raubtierhafte Geschmeidigkeit Quinn unweigerlich faszinieren. Instinktiv spürt sie, dass hinter der Fassade des Vorzeigestudenten etwas Unzähmbares lauert. Doch sie ahnt nicht, dass Nathans Geheimnis etwas mit den Visionen zu tun hat, die sie seit Monaten verfolgen. Das Ganze ist ein Zweiteiler, der zweite ist mittlerweile erschienen und jetzt ist es einfach an der Zeit, dieses Büchlein endlich zu lesen und natürlich zu liegen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, um welche Thematik es sich handelt. Ich freue mich drauf.
Genauso freue ich mich auf diesen, ja, Jugendthriller, möchte ich behaupten. Es ist The Loop, das Ende der Menschlichkeit von Ben Oliver aus dem Carlsen Verlag. Das soll ja richtig, richtig gut, aber auch richtig brutal sein. Und ich hoffe, dass das so ein Buch ist, was so in die Richtung vom ganzen Feeling her wie Maze Runner geht, obwohl die Grundthematik natürlich ein anderes ist. Wir haben hier ein Hochsicherheitsgefängnis, nämlich The Loop, und da kommt man eigentlich nicht raus. Doch dann passiert draußen was und die Insassen können entfliehen, doch draußen lauert ein Virus, und ob das sicherer ist, als in diesem Gefängnis zu bleiben, das wagt man noch zu bezweifeln. Und zu guter Letzt, dieses Buch muss ich jetzt echt lesen. Ich will jetzt was von dieser Autorin lesen. Ne? Nämlich von Morgan Mongamble, Bad at Love aus dem Lux Verlag. Das ist dieses Schätzchen. Es geht um Azalees Mutter, die stirbt. Und Azalee bleibt nichts anderes übrig, als seit Jahren wieder in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Augenblicklich holen sie alle schrecklichen Erinnerungen der Vergangenheiten einfach ein. Doch nicht nur das, Azalee lernt auch ihren neuen Nachbarn Eden kennen. Er ist sexy und geheimnisvoll, und auch wenn sie sich geschworen hat, niemals Gefühle für einen Mann zu entwickeln, berührt er sie auf eine Weise, die ihre Welt mit jedem Tag ein bisschen mehr ins Wanken bringt. Hört sich toll an, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass das eine Autorin wird, die sich bei Emma Scott, Brittany C. Sherry und Colleen Hoover einreihen kann und ich dann ganz viel Freude mit noch viel mehr Büchern von ihr haben werde. Das ist meine Aussicht für das zweite Halbjahr. Ich hoffe, euch hat dieser Tag gefallen und würde mich natürlich freuen, euch im nächsten Video wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bye meine Lieben.